Was ist denn so ein kritischer Rohstoff, wo man Angst haben muss, dass der sehr teuer werden könnte? Kritisch sind natürlich die seltenen Erdenmetalle. Die sind ja mehrfach durch die Presse gegangen, also diese typische Neodym, das ich zum Beispiel für den Magnetbau und Elektromotorenbau verwende, die sehr selten sind in den Vorkommen. Größte Vorkommen sind in China und da besteht sogar noch ein Marktmonopol. Das kommt nochmal als Extramoment hinzu. Also eine monopolistische Preisbildung, die immer zu Hochpreisen führt in ganz bestimmten Phasen und natürlich auch zu Lieferverzögerungen und Lieferschwierigkeiten. Aber es sind auch eine ganze Reihe von anderen Metallen, die wir beispielsweise für ganz bestimmte Eigenschaften in der Metallbranche benötigen. Veredelungsmetalle, Molybden, es gibt Wolfram, was benötigt wird, die auch in der Natur nicht so häufig vorkommen. In der Regel auch nicht als ein Erz gefördert werden können, sondern vergesellschaftet sind mit anderen Erzen, die man dann zusammengewinnt und sehr aufwendig dann aus dem Roherz lösen muss. Sehr aufwendige Prozesse, sehr teure Prozesse, die den Rohstoff im Grunde genommen für den Markt erstmal selten machen und damit in Zeiten hoher Nachfrage unheimlich verteuern.